Und willkommen zur neuesten Folge. Jetzt heißt es Amerika und USA. Wie gesagt, Chris spielt USA, USA, USA. USA. Ja, wie gesagt, Chris spielt hier mal USA. Erstmal die nächste Zeit. Das Nächste ist Zeit, bis ich das letzte Flugzeug von fünf habe. gut. Ich fokussiere mich erstmal nur auf einem Ding. Oh, jetzt heißt es einnehmen. Jetzt müssen wir landen, um die Punkte zu kriegen. Ach du Scheiße, ich habe mir noch nie gelandet. Dann überlasse es lieber andere. Oh Gott, ich versuche einfach nur Flugzeuge davon abzuhalten. Du musst beim Landen, wie gesagt, geh zum Ding ausfahren Okay. und unter 250 maximal sein, minimal Geschwindigkeit und halt Gas auf 30%. Ja, ich mache jetzt die Schiffe hier kaputt. Von den Gegnern, die hier links sind. Ja. Oh, die Schiffe, die könnten. Die meisten schaffst du gar nicht. Warum? Sind zu stark gepanzert. Ah, nicht für mich. Dann mache ich halt die F6 hier kaputt. Wow, jetzt bin ich sogar so langsam, dass ich sogar Gas geben muss. Wahnsinn. So, der erste landet. Er schafft's nicht. Dann komm ich. Hua. Oh, der andere hat's geschafft. Oh, wir sind ja nicht am gelandet. Lustig. Okay. Damit haben wir unseren Flugplatz. Und jetzt ist eigentlich hauptsächlich wichtig, den einen zu verteidigen. Den anderen einnehmen ist zu riskant, aber den einen verteidigen auf jeden Fall angsthaft. Ja, also A verteidigen, ne? Ja. Auf mich wird geschossen, sehe ich gerade. Ja, ich bin hinter dem. Wow! Jetzt bin ich hinter ihm. Ah, ich habe schon wieder so einen riskanten Flieger neben mir. Alter, die rammen sich hier doch alle gegenseitig. Das ist unglaublich. Ach, und bei den Schiffen, die Bomber zerstören. Das ist auch noch angesagt. Das sind so die Ziele. Flugzeug, Flugplatz beschützen und die Bombe runterholen. Bevor sie die Schiffe kaputt machen. Jo. Ich komme wieder zu dir. Da geht's gerade ab anscheinend. Oh, ein Duell gegen die A20G, oder? Nee, er fliegt ja zurück. Pass auf, eine Lack 3 kommt dann gleich von hinten. Okay, der ist weg. Jetzt, die Lack ist auch weg. Okay, cool. Dann kommt da vorne eine I-16 von denen aus. Ja, die sehe ich. Gut, Angriff. Ja. Aber pass auf die Spitfire auf, das ist, die sind. Die ist zu weit weg für mich. Also ich bin bei der I-16 bei 2,5 und die ist bei Ja, ich 3. weiß, aber die kann dann, sobald wir auf ihn schießen, kann die auf uns schießen. Ich gehe auf die Spitfire. Wenn jetzt ein Duell. Wurde getötet. Das kann vorkommen. Von dem Typen, den ich eigentlich töten wollte. Das ist blöd. Ja, ich hab den auch die ganze Zeit beschossen und auch getroffen. Und auf einmal ist der Fock, hat er sich so schnell gewendet und ist gerade reingeflogen. Ja, und ich brenne gerade, das ist kacke. Ja, ich flieg zu dir, ich flieg noch einen Weg. Ich seh dich, 5 Kilometer. Aber mein Flügel ist kaputt. Vielleicht kann ich's auch rumreißen.
Ich brenne zwar, aber das stört mich nicht. Ah, es ist gelöscht. Weil du schnell genug bist, ein Tipp. Durch Schnelligkeit löscht das Feuer. Ja, das heißt mit 110 Sturzflug. 110%. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich muss jetzt notlanden. Weil ich habe kein Gas mehr. Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt landen. Perfekt. Genau. So, jetzt lande ich und kann mich reparieren lassen. Ich bin von Bomben ausgeschaltet. Nice. Aber wie gesagt, ich war jetzt halt kurz vorm Reparieren. Hat 26 Sekunden bei mir gedauert. Das kannst du skillen lassen, damit die Zeit verringert wird. Wie gesagt, wenn du gut bist, dann würde ich es auf jeden Fall skillen, damit du, also verbessern, damit du das machen kannst. Ja. Weil du kannst nämlich über das Fertigkeitsmenü da zum Beispiel dein Personal verbessern, die Schützen verbessern von deinen Bombern und so weiter. Oder deine Flugdingen verbessern. Oder du kannst halt auch deine Nachladegeschwindigkeit verbessern oder halt auch reparieren, damit es schneller geht. Ich hab einen abgeschossen. Glückwunsch. Nee, ich hab jemanden in Brand gesetzt, hab Abschusshilfe bekommen. Oh, da vorne ist eine Hurricane, die hole ich mir jetzt. Oh, unser Flugplatz wird gerade eingenommen. Oder wir haben ihn gerade verloren, besser gesagt. Von der Hurricane. Bin gerade ein wenig langsamer, weil ich gerade noch Raketen mit mir rumschlepp. Aber ich kann Raketen? Sicherlich... Ja, ich habe Raketen. Sehr gut für Bomber. Weil Bomber kriegt mir öfters nicht One-Hit. Deswegen, eine Rakete zum in Ehren und. Ja. Also dadurch bist du halt natürlich auch langsamer. Durch Bomben oder Raketen. Wenn du sie schnell abschießt, dann bist du halt schneller. Ja. Ah, die MiG versucht auch schon wieder zu landen. Du schaffst sie abzuschießen, wäre gut. Weil ich muss jetzt nämlich auch landen. Meine ja schon wieder stark beschädigt. Oh, da kommt gleich wieder eine von hinten. Jetzt B25. Die will auch landen. Ach nee, die will Bomben abfeuern. Auf die BF-110. Und hat es auch geschafft. Was für Dreckskerle. Okay. Ah, wieder eine Abschusshilfe. Ja. Hab's gesehen. Der ist aber auch ziemlich krass geflogen, finde ich. Der Typ. Ja. Aber ich bin direkt unter ihm durchgesegelt. Das war richtig geil. Das war Wars Hunter, kann man... Ja, du gehst auf. L-A-G-G da. Ist schon aus, wir haben verloren. Ach, schade, aber ich habe überlebt diesmal. Ich bin nicht gestorben. Ja. Ja, das war erstmal Prioritätsziel Nummer Uno. So, erst einmal wieder neue Flügel.
Was habe ich denn hier bekommen? Glückwunsch, die Forschung wurde abgeschlossen. Wählen Sie ein Forschungsziel aus. Ja. Neue Schubhebel oder neue 7mm MGs? Hol die MGs. Auch wenn du mehr Schaden machst, wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Jetzt schauen wir mal kurz hier rein, wie es bei uns jetzt gerade aussieht. Das dauert noch ein wenig. Bis wir unseren nächsten Flieger bei den Briten kriegen. Bei den Russen ebenso. Okay, und die Deutschen. Oh ja, die FW. Genau. Und die BF 100. Oh ja, genau, die BF 109. Jo. Das war's dann wieder von heute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dann, Leute. Jo, ciao.